Konzentrieren Sie sich bitte. Wir wünschen uns, dass Sie sich an diesen Computer setzen. Der ist ungeeignet. Hätten Sie nicht einen Flügel, auf dem ich mich räkeln könnte oder sowas? Okay, dann mache ich Spaghetti. Nein, bloß nicht. War doch gar nicht Spaghetti, es war ein Spagat. Dieter, ich wünsche mir von Ihnen, dass Sie für mich Ihre Computerkenntnisse einsetzen, um sämtliche Ermittlungsakten über meine Person aufzuspüren und sie auf der Stelle der Zerstörung anheimzugeben. Haben Sie verstanden? Und, werden Sie es auch tun? Wieso nicht? Weil jetzt zuerst Steppen dran ist. Drücken die Hände fest auf den Boden und versuchen, mit dem Hintern die Decke zu berühren. Wenn es wirklich eine schafft, nachher bei mir melden. Was ist mit den Stellungen? Was für Stellungen? Wir kennen bislang Kobra und Baum, Krieger und Hund. Ein guter Rat von mir. Macht eine die Baumstellung, wäre es nicht gut, wenn die andere der Hund ist. Wir wollen aber neue Stellungen. Okay. Wir machen den Spanner. Genervte Krankenschwester. Bösewicht am Boden. Bestechlicher Politiker. Und den Vogel Strauß mit Depressionen. Gut. So halten. Ende aus. Sie verschließen die Tür. Gut. Gut. Wir wollen doch nicht, dass jeder etwas für seine Gesundheit tut. Kennen Sie das hier? Das ist der Lotussitz. Der lenkt die Energie. Hab viel drüber gelesen. Zum Beispiel weiß ich von diesem achtfachen Weg zur Erleuchtung. Einer ist Yama, ethische Grundsätze. In Ihrem Fall ist die Frage zu stellen, bin ich der beste, sexistische, dämliche Kerl von allen? Und dann wären da Asanas. Der Körper ist der Tempel des Geistes. Kontrolliere deinen Körper und mache keine unbedachten, ruckartigen Bewegungen. Okay, Mula, tut mir leid. Aber ab sofort gibt es nicht mehr die nette Miss Yogi. Ich möchte Sie nun auffordern, zur Seite zu treten. Oder ich werde so fest zutreten, da vergessen Sie den Unterschied zwischen Ying und Yang.